Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, der Sommer ist noch nicht vorbei, deshalb fahren wir einfach auf ganz chillig nochmal nach München. Und ja, viel Spaß. Von Hamburg aus geht das eigentlich ziemlich schnell nach München, nur etwa 5 Stunden dauert das und hier ist auch schon unser Zug in die Zee. Dazu gibt es auch bereits ein Review, also zieht euch das gerne rein, wenn ihr wollt. Und wir steigen da jetzt mal ein. Hallo und willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach München. Über Hannover, Kassel-Brems, Fulda, Würzburg und Nürnberg. Der nächste Halt unseres Zuges ist dann Lüneburg gegen 5 Uhr und 24 Uhr. Oder Trainliner angenehmer Reise. Ja, irgendwie sind wir nach Uelzen einfach hier mitten in der Pampa stecken geblieben. Die Bildschirme sind ausgefallen. Gib mir einfach nur ein paar Flashbacks, aber ja, dann geht's auch irgendwie mal weiter. Aber leider geht's nicht nach München, sondern nur bis Unterlüss, auch irgendwo mitten in der Pampa. Ich hatte da eigentlich nie vor auszusteigen, aber ja, wir müssen ja wohl leider aussteigen. Denn der Zug ist komplett kaputt, der fährt nicht mehr weiter. Ja, unser Zug ist kaputt, aber kommt schon der Ersatzzug. Heute mit Halt in Unterlüss. Grund dafür ist ein technischer Defekt an einem anderen Zug. Dann geht's auch weiter. Dieser ICE würde uns in der Theorie auch nach München bringen, fährt aber einen großen Bogen über Frankfurt, Mainz und Stuttgart. Deshalb lassen wir das mal. Und uns wurde nämlich eine Alternativroute vorgeschlagen, nämlich hier in Hannover steigen. Und das, was ich auch jetzt mache. Und da geht's dann in den anderen ICE, der etwas direkter fährt, allerdings mit dem Schlenker über Augsburg. Ja, da kommt er auch schon. Mal gucken, was daraus wird. Wenn sich von zwei ICEs jetzt Passagiere in einen, von einem anderen ICE Passagiere in einen vollen ICE reinquetschen, naja, wir werden es sehen. Ja, schöne Landschaften hier.
würde ich mal sagen, und durch viele Tunnel geht es. Und das hier ist Würzburg. Sieht von hier aus fresh aus, wenn da keine Industrie wäre. Und Windräder in Bayern sieht man auch nicht alle Tage. Was für ein Welt. Und dann kommen wir auch fast in München an. 12.10 Uhr steht da, aber in Wirklichkeit sind wir 12.30 Uhr angekommen. Und das gibt uns eine Verspätung von einer Stunde 45. Ja. Denn der andere Zug soll 10.45 Uhr ankommen. Egal. Was soll's. Ja, und dann gucken wir uns mal die Stadt an, würde ich sagen. Zeit haben wir wahrscheinlich genug. Ja, wir haben uns auch irgendwie verlaufen, deshalb sind wir lieber die eine Station S-Bahn zum Karlsplatz gefahren. Ja, und dann durch diese Straße Richtung Marienplatz. Und hier das Münchner Rathaus sieht auf jeden Fall sehr fresh aus, finde ich. Dann haben wir noch diesen Gartenpark hier gefunden. Sieht aus meiner Sicht sehr schön aus. Könnte man sich gut vorstellen, wenn da so Aselige rumlaufen. Dann hier noch die Isar und dann fahren wir auch Richtung Hotel, denn es wird langsam Zeit für den Check-in. Ja, das Hotel ist ziemlich in der Nähe vom Stadtzentrum, nämlich an der Donnersberger Brücke. Ja, hier übrigens, kleine Roomtour, ist eigentlich nur dieses Bett da und dahinter ist noch ein WC. Dann Tauben. Und ja, dann sind wir hier noch zum Schloss Nymphenburg gefahren. Ich finde es irgendwie lustig, wenn die Enten da mit dem Fischen kollidieren. Kann mein Humor sprocken. Und ja, auch hier fühlt man sich so, als wäre man zur Zeit des Absolutismus irgendwie unterwegs. Als König. Also ich würde hier leben, ja. Dann gibt es hier noch diese komischen Busse mit Anhänger. Wir sind einfach im Anhänger mal mitgefahren. Denn wir fahren jetzt Richtung Olympiazentrum. Da sind diese alten Gebäude, wo früher die Athleten gelebt haben. Und hier das Stadion. Diese komischen Kassenhäuschen, naja, haben ihren Flair, aber weiß nicht. War auf jeden Fall ziemlich interessant. Und als letztes am Ende des Tages fahren wir nochmal zur Allianz Arena. Was man eindeutig in München gemacht haben muss. Ja, eigentlich sollte das Teil hinter mir leuchten. Tut es aus irgendeinem Grund nicht, obwohl eindeutig steht, dass ab Dämmerung das Teil leuchten sollte, die Allianz Arena. Und es ist jetzt schon, naja, es sieht auf der Kamera hier jetzt nicht so dunkel aus, aber es ist schon sehr, sehr dunkel. Ja, also nicht nur die ICE-Fahrt war heute eine komplette Katastrophe, sondern ich wurde auch noch vom FC Bayern gescammt. Das finde ich sehr, sehr toll. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Hab jetzt mehr als eine Stunde dazu verschwendet, hier hinzufahren. Joa. Na, schade, dass wir die Arena leider nicht leuchten gesehen haben. Aber naja, der Tag war toll. Ich hoffe, euer Tag war auch toll. Und ja, das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und joa. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Thank you.